Um kurz nach eins in der Nacht weckte mich das Telefon. Die tiefe Stimme eines Mannes teilte mir mit, dass eine Frau diese Welt für immer verlassen habe. Der Besitzer der Stimme war ihr Mann. Seine Frau habe am letzten Mittwoch Selbstmord begangen, sagte er. Bis heute weiß ich nicht, warum und wie sich M das Leben genommen hatte. Ich hatte ja nicht einmal gewusst, dass sie verheiratet war. Von den Frauen, mit denen ich bis dahin zusammen gewesen war, war sie die dritte, die sich für den Freitod entschieden hatte. Wenn ich es mir recht überlegte, war das eine ziemlich hohe Todesrate. Für mich ist M die Frau, der ich mit 14 begegnet bin. Nicht, weil es wirklich so gewesen wäre, aber ich möchte zumindest einmal annehmen, wir hätten uns mit 14 in der Schule kennengelernt, im Biologieunterricht. Sie saß neben mir. Ich hatte meinen Radiergummi vergessen und als ich sie fragte, ob sie mir ihren kurz leihen könne, brach sie ihren Radiergummi in zwei Hälften und gab mir die eine. Dabei lächelte sie. Genau in diesem Moment verliebte ich mich in sie. Den Radiergummi wickelte ich in ein Papier und trug ihn stets mit mir herum, wie einen Talisman. Wie einen Kompass, der mir den Weg wies. Aber dann, ehe ich mich versah, war M verschwunden. Wohin war sie gegangen? Wie hatte das geschehen können? Obwohl ich M so sehr lieb gehabt hatte, so sehr gebraucht hatte, weshalb nur hatte ich sie aus den Augen gelassen? Unermüdlich zog ich auf meiner Suche umher. In M wohnte noch immer ein 14-jähriges Mädchen. Dieses Mädchen war stets als Ganzes, niemals bruchstückhaft, in ihr lebendig. Schliefen wir miteinander, wurde sie in meinen Armen bald uralte Frau, bald junges Mädchen. So kam und ging sie stets nach ihrer ganz persönlichen Zeit. Dafür liebte ich sie. Am besten erinnere ich mich noch daran, wie sehr M Fahrstuhl Musik liebte. Also Percy Faith, Mantovani, Raymond Lefebvre, Frank Jacksfield. Sie liebte diese harmlose Musik hingebungsvoll. Unzählige Male hörten wir, während wir uns liebten, Theme from a Summer Place von Percy Faith. Wenn ich diese Musik höre, habe ich das Gefühl, mich in einem weiten, leeren Raum zu befinden. Und ich brauche nichts zu denken, nichts zu sagen und nichts zu tun. Es gibt dort keine Kopfschmerzen, kein Gefühl von Kälte, weder Menstruation noch Eisprung. Mehr kann ich mir nicht wünschen. Ist es wie im Himmel? Ja. Auf einem Spaziergang setzte ich mich vor die Statue eines Einhorns. Als ich von Ems Tod erfahren hatte, fühlte ich mich wie der zweiteinsamste Mann der Welt. Der einsamste war zweifellos ihr Mann. Eines Tages werdet ihr plötzlich Männer sein, die keine Frauen haben. Dieser Tag kommt ganz unerwartet, ohne die leiseste Vorankündigung. So ist es, eine Frau zu verlieren. Und einmal eine Frau zu verlieren, bedeutet mitunter auch, alle Frauen zu verlieren.